Beatrice Egli trägt einen Ehering. Aber halt, es sind sogar zwei Ringe. Doch das Geheimnis dahinter ist herzzerreißend und rührend zugleich. Die Schlagersängerin hat uns im Interview mit Closer endlich alles verraten. Wir kennen Beatrice als erfolgreiche Sängerin, deren neues Album, Balance, direkt auf Platz 1 der deutschen Charts gestürmt ist. Doch wie sieht es in ihrem Privatleben aus? Viele Gerüchte ranken sich um einen möglichen Mann an ihrer Seite, aber sie hüllt sich eisern in Schweigen. Bis jetzt. Plötzlich tauchten diese verdächtigen Ringe an ihrer linken Hand auf, ein klassischer goldener Bandring und ein weiterer mit Diamantkranz. Was steckt dahinter? Ein geschicktes Ablenkungsmanöver? Nein. Die Auflösung ist wunderschön, es sind die Ringe ihrer verstorbenen Großeltern. Diese beiden besonderen Menschen haben Beatrice geprägt und begleiten sie auch jetzt noch. Im April 2002 verlor sie zuerst ihre geliebte Oma Margret und nur 8 Wochen später folgte Opa Fritz seiner geliebten Frau. Die beiden waren ein Herz und eine Seele, und nach 50 Jahren Ehe erneuerten sie ihr Ehegelübde zur goldenen Hochzeit. So eine tiefe Liebe, die bis über den Tod hinaus reicht, ist einfach magisch. Zwischen den Wolken, so heißt die Ballade auf Beatrices aktuellem Album, die sie ihren Großeltern gewidmet hat. Und ihre Großeltern haben ihr so viel beigebracht, vor allem, das Leben in vollen Zügen zu genießen und jede Sekunde auszukosten. Was für eine wunderbare Lebensweisheit. Beatrice hat von ihnen auch gelernt, dass eine glückliche Beziehung Arbeit bedeutet. Es geht nicht immer nur bergauf, sondern es gibt auch mal Krisen, die überwunden werden müssen. Doch das macht die Liebe nur noch stärker. Ihre Großeltern sind für Beatrice eine echte Inspiration, das Leben miteinander zu teilen und jeden Moment zu schätzen. Das ist so schön zu hören. Lasst uns gemeinsam diese herzerwärmende Geschichte feiern und uns von Beatrice Egli und ihren Großeltern inspirieren lassen, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu umarmen. Lasst uns die Liebe feiern, die Liebe zu uns selbst und zu unseren Liebsten. Was für eine wundervolle Botschaft! Wenn euch diese Geschichte berührt hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Lasst uns gemeinsam eine Welle der Liebe und des Mitgefühls verbreiten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren herzerwärmenden Geschichten verpasst. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, bleibt glücklich und voller Liebe.